Hallöchen und ein schnurziges Willkommen zurück bei Stardew Valley mit Salome. Hallo. So langsam aber sicher geht es gegen Ende. Wir haben schon den 20. Herbst. Mehr als die Hälfte haben wir schon durch. Immer noch kein Regen. Noch kein Regen. Ein wunderschöner sonniger Tag. Ich habe echt Angst, dass wir hier überhaupt nicht mehr zum Angeln kommen, ey. Oh, guck mal. Oh. Ja, ich gieße Cashbomben. es einfach mal. Vielleicht weicht sie auf. Cashbomben. Ja, Bömpchen. Wie mache ich das denn hin? Wo Ein kommen die denn rein? Karanabär. Was willst du? Wo kommen die Kirschbomben rein? Da glaube ich, wo du Da. gerade bist. Uiuiuiui. Was war denn das eben? Schluck auf. Ach so. Ich dachte, jetzt musst du niesen. Nee. Musste aufstoßen, hatte Schluck auf gleichzeitig gehabt. Ah, noch eine Kiste. Ja, noch mehr Kirschbomben. Ja, super. Kannst du auch in den Ameisenhügel stecken. Hab's Entchen gefunden. Yay. Ach stimmt, das wollte ich mir auch noch angucken. Ja, hat einen wunderschönen Namen bekommen. Muss ich auch noch gucken, Dun. Wo bist du? Muss ich noch gucken, Dun. Da liegt eine Muschel vor der Treppe. Dann mach sie weg. Geht nicht, ich gieße gerade. Ich muss Tiere streicheln. Ich habe gerade keine Zeit. Ich habe gerade Mais geerntet. Ich muss wieder melken. Ja. Ich habe dreimal Milch mit lila Stern bekommen. Yay, cool. Jetzt steht die Olle schon wieder hier im Weg mit der bei der Mayonnaise. Ich will nicht mit dir quatschen, ich will die Mayonnaise haben. Honig. Viel teurer Honig. Toll, jetzt habe ich einen blöden Kuhn Ei geschenkt. Das war... Ich komme gerade nicht an die Mayonnaise-Maschine ran. Du kannst die Mayonnaise-Maschine übrigens auch draußen oder so hinstellen. Ne? Vielleicht wäre das nee. Besser. Ich klicke ständig nur die an. Ich meine jetzt ja gar nichts mehr. Glückwunsch. Oh. Danke. Wer kauft die dämlichen Eier jetzt? Und aus der anderen lila Milch mache ich, versuche ich jetzt einfach mal doch Käse zu machen, weil ich. Oder soll ich jetzt alle drei verkaufen? Probier mal eine und guck mal, was da an Kohle bei rauskommt. Ich weiß nicht mehr, was eine normale kostet. Ich habe eigentlich immer eine Mod, wo ich sehen kann, was es kostet. Ja, ich nicht. Ja, ich hab, hier jetzt auch nicht. Ich hab hier kein, sehe ich das auch nicht. Ich habe keinen Mod, wo ich das sehen kann. Weil ich ja hier die Mods immer komplett abschalte, wenn wir hier spielen. Ich habe auch keinen Mod, wo ich das sehen kann. Ja, ich habe statt Mod, habe ich Mord verstanden. Ich habe Mord. Ich habe Mord begangen, damit ich das sehen kann, weißt du? Ja. Das war, ist so eine Art Bestechung, Spielbestechung. Denk dran, dass du die Ente noch angucken musst. Ja, lass mich doch erstmal gießen. Ich mache das ja schließlich hier die ganze Zeit alleine. Oh. Ich hab grad Zeit. Oh. Und angeln muss ich auch noch. Ich geh jetzt erstmal Holz hacken. Damit wir den nächsten Dings holen können. Die Ente. Ja, geh sie mal suchen, wenn du sie findest. Ente? Noch keine Zeit. Nein, das ist ein Huhn. Ich mach das später, wenn sie im Stall sind. Ich muss angeln gehen.
Jetzt weißt du, wie es mir geht, wenn ich es. Oh, mein Gott, das ist der Typ zum Angeln, der Typ, der angelt. Jetzt weißt du, wie es mir geht, wenn ich meine dämlichen Hühner suche. Ja, nur, dass du keinen Zeitdruck hast, weil du noch angeln musst. Nee, aber Holz hacken. Und ich muss ja auch noch den. Ich muss ja auch noch den Dingens, den Buntbarsch, muss ich ja auch noch sammeln. Ich glaube, das ist ein bisschen wichtiger als so eine Kackenquest. Lauf wie der Wind, mein Freund. Vielleicht schaffen wir es noch bis 14 Uhr. Lauf wie der Wind, Jolly Jumper. Ja, genau, so ungefähr. Schnell. Oh, ist das Meer aber laut heute. Hä? Hä? Fisch, bleib da. Mach nicht so einen Stress. Was haben wir denn? Eine Sardine. Au. Bei mir knackt der Fuß und du sagst au. Alles klar. Ja, mich juckt's gerade. Ah, eine gefrorene Geode habe ich gefunden. Cool. Kann ich nicht irgendwie Dings herstellen? Okay, hat sich erledigt. Wieso? Eine Buntbarsch hat sich erledigt. Warum? Ja, weil wir schon nach 14 Uhr haben jetzt. Okay. Ja, ist nur von 6 bis 14 Uhr. Oh. Ja. Das ist doof. Ja. Ich musste mich gerade erst mal an der Nase kratzen. Oh, ich habe eine ganze Menge Köderlis. Köderlis. Köterlis? Köterlis, ja. Ich habe eine Hundezucht geangelt. Merk's. Die waren alle in so einem Sack drin, weißt du? Die armen Hunde. Oh Gott. Schon wieder, ich glaube, das ist schon wieder so ein Tigerfisch. Der zuckt doch sehr extrem. Er zuckt um seine letzten Atemzüge. Zuckelig, zuckelig, zuckelig. Ich hätte gerne noch ein paar Lachse, Leute. Ich muss noch Lachse fangen. Lachs dir mal ein. Oh, schade, dass man die noch nicht in die Pfanne hauen kann. Wenn ich Lachs höre, muss ich an das denken, was ich noch für meine Logopädie holen muss. Lachs? Ja, das Teil heißt Lachsvox. Lachsvox? Ja, L-A-X-V-V-X. Okay. Ja. Ach, so ein Trainingsding oder was? Ja, das ist so ein 35 cm langer Silikonschlauch. Das hört sich total verkehrt an. Okay. Ja. Ach, das war, wo du das Video da geschickt hattest, oder wie? Genau. Ah. Wo ich O's in Wasser blubbern muss. Ja, aber ohne Kraftaufwand. Also so gelangweilt, mehr oder weniger. Ja, nee, halt, das ist halt so ein Training einfach. Ja, oh. Genau. Ist ja kein Kraftaufwand, also klingt das gelangweilt. Yay. Genau, genau. Ich brauche was zum Futtern. Ich nicht. Ah, okay, ich krieg anscheinend bei dem einen. Nee, doch nicht. Ich dachte, schon gut. Schön. Ja, ne? Total. Oh, ich musste aufstoßen, Entschuldigung. Kotz dich aus. Burg. Also morgen muss ich ganz früh runter zum Strand und muss angeln. Da musst du eventuell mal das Gießen übernehmen, bitte. Nee. Doch. Nee. Ach, naja, Elliot, musst du jetzt an mir vorbeilaufen? Ja. Jetzt mault er gleich wieder rum, weil ich im Weg stehe. Du stehst nach dem Weg rum. Geh einfach einen Schritt nach links, du Jockel. Ah, jetzt wird's wieder dunkel. Kann ich wieder aufhören. Na, wobei, ich kann eigentlich weiter fischen. Gib Geld und EP. EP. Ich brauche noch Ebbe. Also den normalen Käse, der keinen Stern hat, kann ich für Kurve, oder? Ja. Gut. Den kannst du für Kurve, meine Ach, der Ziegekäse?
Siegkäse. Müssen wir den nicht aber, können wir den nicht aber auch noch irgendwo eintragen? War nicht haben wir doch schon. Ach, haben wir schon. Ja gut, dann kannst du wegpacken. Wir haben dann schon. Dann weg. Hau weg. Hau weg. Ich bin langsam erschöpft. Kacke. Ich verstehe. Ich hab aber noch Zeit. Oh, Entschuldigung. Ja, genau. Ich gönn mir mal ein paar Cranberries, auch wenn die eigentlich extrem widerlich schmecken roh. Ich esse trotzdem. Hau rein. Manchmal gibt's die Scheißerei. Ja, manchmal komme ich nicht aus dem Bett. Naja, ich stehe dann am Meer. Ich muss mich dann einfach nur mal mit dem Arsch Richtung Wasser drehen. Das ist doch eklig. Es ist Dünger. Nee, das ist kein Dünger, das ist eklig. Ich dünge dann die Meeresalgen. Ekel. Musst ja nicht hingucken. Tue ich auch nicht, weil es ehrlich ist. Tut dir gut, glaub mir, es tut dir gut. Sag nicht, im Auto sitzen, du hast Durchfall. Ja, das hältst dann werden, und hältst während der Fahrt den Arsch raus. Okay? Ja. Ja. Ist genauso eklig, die Vorstellung allein schon. Ja. Das ist wie Gülle streuen, nur nicht auf dem Feld. Ja. Alter, was waren in der Kiste drin? Zwei Topas, ein Diamant und eine Geode. Das war doch mal eine fette Ausbeute aus dem Schatz. Und ich laufe gerade einfach zielunsinnlos durch die Gegend. Hast du mal nach Fläumchen geguckt? Ja, habe ich gerade oben mal gemacht. Okay. Aber nicht, ich war nicht hinten bei den Höhlen, aber... Also bei dem Mineneingang, aber ich war halt oben kurz bei Linus. Denk dran, du kannst auch mit der Minenfahrzeug fahren, ne? Und kannst das abkürzen. Mit der Minenfahrzeug? Mit dem Minenfahrzeug. Mit dieser Lore. Ja, ich weiß, aber wie das gerade geklang, mit der Minenfahrzeug. Ja, wie das auch bei mir geklangen hat, ne? Geklang hat, ja. Wie es gerade bei dir geklangen, habe ich gesagt. Ich hab gerade verstanden, wie das gerade bei dir geklangen hat. Wie es gerade bei dir klang. Ach, da oben ist meine Schokolade hin verschwunden. Ich habe die als gesucht gehabt. Meine Schokolade liegt wieder ganz brav in meiner Schublade. Ja, ich habe wieder welche gekauft. Ich auch, aber ich habe die, wo du gezeigt hast, habe ich nicht gefunden. Aber ich habe dafür Cashew geröstet und gesalzen. Nur oder mit Schoko? Mit Schoko. Hm. Und Haferkeksjoghurt. Ja, ich hab wieder Honigsalzmandeln habe ich jetzt wieder mitgenommen. Und ich habe mir heute beim Prachtwerk bei uns habe ich mir mal Mehl gekauft. Also das Mehl, eine ganz tolle Leistung. Ich habe heute Mehl gekauft. Nein, eine Keksbackmischung, eine Himbeer-Keksbackmischung habe ich mir geholt. Ein Buch und ein Diamant. Alter, was ist denn heute los? So, jetzt ist aber Sense hier mit Angeln. Weil ich habe mir da heute. Ich habe ausnahmsweise mal dort Eier gekauft, weil es Eier aus unserer Region war und auch noch Größe L. Die armen Hühner. Ach, tust du Kekse backen jetzt? Morgen. Übermorgen, ja. Himbeerkekse. Gib mal welche rüber dann. Himbeerkekse. Ja, es wird spät, ich weiß, ich gehe doch schon. Und nächste Woche teste ich meinen Muffin-Maker aus. Ach, deine Muffins, ja. Aber ja. Oh, ich muss unbedingt auch mal wieder. Ich glaube, die möchtest du nicht haben, weil ich möchte mal gerne Low Carb ausprobieren. Nee, ich meinte, ich müsste auch endlich mal wieder einen Kuchen backen oder so. Low Carb. Alles Low Carb. Das macht nichts, Hauptsache es schmeckt. Kann man auch Pappe essen, hat meiner gesagt. Möchte ich mal testen. Ich will es mal wenigstens ausprobiert haben. Man kann es ja nicht beurteilen, wenn man sich kennt, ne? Schlafen, genau. Deswegen so vegane Schnitzel habe ich ja auch schon mal probiert. Aber ist nicht meins. Da muss ich das so, Fischen Stufe 6. Da muss ich dazu sagen, es kommt drauf an, von wem. Von welcher Marke die sind. Es gibt verschiedene. Die schmecken auch verschieden. Ja. Also, wenn die zum Beispiel auch Sojaprodukt sind, ist zum Beispiel dieses Hackfleisch auch Sojaprodukt, ist eklig. Ja, weil Soja ist generell, ich will jetzt nicht sagen, Soja ist generell eklig, aber es schmeckt halt echt nach gar nichts. Ja, wenn du dir aber... Du musst da halt, bevor dass du es irgendwie in die Pfanne knüppelst oder so, musst du entweder noch ein bisschen Gewürz rüberbappen oder du stehst halt drauf, dass es nach nichts schmeckt. Oder du knallst dann am Ende halt Ketchup rüber. Kannst auch Tofu essen. Ja, das ist ja Soja. Ja.
Auf jeden Tofu ist Fall. ja Soja, aber da weiß ich wenigstens, dass es nach nichts Auf schmeckt. jeden Fall, dass dieses auch Soja-basierend ist, das Hackfleisch da. Das Hackfleisch, Hack. Irgendwas. Das Hackmasse. Hack. Eklig. Wenn du es aber auf Linsen und Proteinen nimmst, ist es geil. Ja, weil die, glaube ich, dann schon eher Geschmack haben, weil Ja. Soja ist ja eben ein bisschen geschmacklos. Deswegen legen die ja den Tofu meistens auch irgendwie in der ganz dicken Salzlake ein oder sie würzen den halt kräftig vor. Ansonsten schmeckt dann halt noch nichts. Und Fleisch hat halt zum Beispiel so seinen Eigengeschmack halt einfach. Wenn du jetzt zum Beispiel so ein Rinderfiletsteak oder was so in die Pfanne haust und brätst das richtig scharf an, du Machst du brauchst mal noch auf nicht mal weiter? Pfeffer und Salz. Machst du mal auf weiter? Ja, ist ja gut. Ich darf noch nie mal was erzählen hier, Doch, darfst weißt du. du? Du kannst doch währenddessen reden. Alter. Aber du brauchst, wenn du zum Beispiel jetzt nicht unbedingt irgendwie ein Steak vom Aldi oder so, weißt du, wenn du vom Metzger so ein schönes Steak schnappst und haust das einfach so in die Pfanne und brätst das einfach so an und brätst das auch schön scharf an, also dass so eine Kruste entsteht und so, dann brauchst du noch nicht mal Pfeffer und Salz. Dann hast du dein Fleisch als Gewürz, Ja. gelinde gesagt. Da Wobei brauchst du ich das sagen Ganze muss, eigentlich. Steak habe ich in dem Sinne noch nie probiert, weil ich Steak nicht mag. Ich mochte Steak früher auch nicht, aber wenn du so ein richtiges, so ein gescheites Steak hast, zum Beispiel von Edeka oder vom Metzger halt, wo statt so richtige Fettbrocken dazwischen so marmoriert ist, wie es eigentlich gehört, dann ist das voll geil. Also, wenn ich mir wahrscheinlich Fleisch holen werde, werde ich es wahrscheinlich nur noch in der Metzgerei meines Vertrauens machen. Ja, so eine Metzgerei habe ich halt nicht groß, da muss ich eine Dreiviertelstunde für laufen. Ich müsste auch ein bisschen dafür laufen, aber halt nicht so lange wie du, glaube ich. Wenn ich einen Metzger um die Ecke hätte, so wie ich da diesen Bäcker um die Ecke habe, dann würde ich auch lieber zum Metzger um die Ecke gehen. Ja, sag mal so, um die Ecke ist es zwar nicht. Ich muss schon ein bisschen laufen, bis ich da bin. Ich glaube, 10, 15 Minuten laufe ich da halt schon. Aber es ist halt jetzt nicht so, dass ich sagen muss, boah, wie schlimm, ich muss da jetzt kilometerweit laufen für. Ja, das Einzige, was ich vielleicht als Vorteil habe, ich habe in Anführungsstrichen um die Ecke einen Schlachthof, der Ja. auch Ladenverkauf hat. Das habe ich nicht um die Ecke, das ist bei uns einige Orte weiter. Aber nicht so schlimm. Deswegen hat man ja zum Beispiel auch immer im Sommer, wenn dann so ein bisschen der Wind und das Wetter umschlägt und du bist dann draußen so, oh, der Schlachthof hat wieder Frischfleisch gekrischt. Weil man dann so diesen Mistgeruch dann so entgegengeweht bekommt. Ich wohne auf dem Land, ich bin diesen Mistgeruch gewohnt. Ja, mich stört er auch nicht. Ich meine, wir waren vor Ewigkeiten mal in Lechbruck Urlaub machen, wo meine Mamili noch gelebt hat. Und da hatten sie ja auch Kuhställe. Wir haben ja über dem Kuhstall gelebt, diese 2 Wochen, wo wir da Urlaub gemacht haben. Und da hatten wir auch, sobald man das Fenster aufgemacht hat, hat man halt diesen Güllegeruch halt, weil halt da waren überall Felder und so und die haben da halt auch mit Gülle gedüngt etc. Da war die Milch- und Fleischwelt noch ein bisschen in Ordnung, gär, als sie heute ist. Und daher, mich hat das nie gestört. Ich kam abends immer ins Bett und da kam meine Mutter erstmal an: Oh, boah, geh mal bitte duschen, weil ich den ganzen Tag im Kuhstall geholfen habe. Ja, hier ist halt so, ich Aber. wohne halt auf dem Land, da ist es halt dann doch eher mal, dass da halt mit Gülle gestreut wird, dass es halt nach Scheiße riecht. Ja, nicht nach Scheiße, nach Kuhscheiße. Ja. BZW nach Gülle halt. Ja, und es ist halt, weißt du, man ist es gewohnt, man vermisst es dann Ja. eher, wenn man in der Stadt ist. Ja, das ist halt auch wieder so ein Ding, wo wir da nach diesen 2 Wochen dann heimgefahren sind und wir kamen dann in diese Stadtluft und es hat richtig dieser Landgeruch gefehlt. Ja, erstens, das Das ist der ist schon Landgeruch und zweitens. krass. Ich finde immer noch, dass die Luft auf dem Land besser ist, immer noch Ja, als in der klar. Stadt. Ja, natürlich, weil da halt allein auch schon der Verkehr und vielleicht auch nicht so viele in Anführungsstrichen Fabriken oder so sind. Deswegen, Ja. ich möchte nie in diesem Fabrikviertel wohnen, wo da irgendwo ich wollte gerade sagen, in Österreich ist. Oh, in Großostheim da unten. Ah, ich habe meinen Barsch. Danke, ciao. Habe ich denn jetzt Da weggetan? möchte ich nicht unbedingt irgendwo im Dingens wohnen, da in dem Industriegebiet oder irgendwo, weißt du? Ich auch nicht. Deswegen sage ich die ganze Zeit schon, sollte ich wirklich früher oder später aus dieser Bude raus müssen, weil es dem Jobcenter zu teuer wird, dann ziehe ich aufs Land. Ja, immer die beste Ja.
Da muss ich wahrscheinlich zwar Ewigkeiten laufen oder mit dem Bus fahren, um einkaufen zu können, aber ganz ehrlich, das ist mir scheißegal. Guck mal, es gibt doch mittlerweile, siehst du bei uns auch, ländliche Gegend, wo auch Läden auch existieren. Also es ist ja nicht so, dass jetzt hier, du bist auf dem Land, es existiert kein Laden mehr. Zur Not mache ich selber einen auf. Genau. Wo ist mein, wo ist das dämliche? Nicht auch? Nee, hier nicht. So. Ente. Fehlt nur noch der Lachs, da kann ich das hier mal auslöschen. Ah, da läuft was. Pah, gefunden. So, da brauche ich jetzt nur noch da den Borsch. Und im Herbst haben wir jetzt auch alles. Ja gut, was heißt im Herbst haben wir noch alles? Es muss erst mal regnen. Es muss jetzt unbedingt noch mal regnen. Jo. Große Ziegen. Hat der Gute, ich habe jetzt Angelstufe 6. Hat der Gute jetzt nicht eigentlich die Iridium an? Ich muss da mal kicken. Ich habe Brot im Müll gefunden. Oh, ich fand das früher, wo ich noch zu Hause gewohnt habe, bei meinen Eltern, ich fand das immer so fürchterlich. Unter uns haben so Italiener gewohnt und die haben immer so ganz großzügig eingekauft. Und jeden Tag frisch vom Bäcker kiloweise Brot und Brötchen und haben einen Tag später den ganzen Rotz fortgeschmissen. Siehst du, und ich bin diejenige, die Bananen, die schon außen fast komplett braun ist, noch verwendet. Ja, ich auch. Also wenn, dann trockne ich alles und benutze das dann irgendwie, wenn ich mal dran denke, reibe ich das mal durch für Paniermehl. Das ist auch eine Idee. Also jetzt, also das Schwarzbrot jetzt nicht unbedingt, wobei ich sagen muss, dass ich aktuell eigentlich Schwarzbrot immer beim richtigen Bäcker kaufe. Beim Traditionsbäcker ist wahrscheinlich schweineteuer. Aber so ein Kilo Brot hält dann bei mir nicht lange. Weil also, das ist so lecker und knusprig. Und immer wenn es dann noch schön warm, frisch aus dem Ofen. Oh, das ist so geil. Irgendwas stimmt mit Hasi nicht. Irgendetwas stimmt mit Broti nicht. No, ich nenne den Hasi jetzt Broti. Ja, das ist doch eine Idee. Okay. Wie heißt du den Kaninchen? Broti. Ich Patty. Mein Geld! Du wolltest, dass ich einen Hase kaufe. Du wolltest, dass ich einen Hase kaufe. Ich habe einen Hase gekauft. Ich weiß, wir brauchen doch die Wolle. Oh, jetzt habe ich schon wieder zu spät gedrückt. Ja, aber wir machen das mittlerweile. Also, was heißt wir? Hier wird es mittlerweile so gemacht. Zumindest macht das mein Mannequin so. Der friert Toastbrot und normales Brot ein und holt sich nur das, was er für den Tag braucht, raus und schmeißt es in den Toaster. Ich habe mein Brot im Kühlschrank. Ich habe nie wieder Schimmelbrot gehabt. Ja, und nee, weil halt doch mehrere davon kaufen, deswegen. Ich habe konstant immer 3 Packungen Brot im Kühlschrank. Das älteste Brot ist so, keine Ahnung, zwischen 1 und 2 Monaten alt. Da okay. Ist nirgendwo Schimmel dran. Mein Brot hält gar nicht so lange. Das Einzige, was ich immer mal wieder bemerke an dem Brot, ist, dass es etwas feucht wird, die letzten Scheiben, die noch drin sind. Das ist so mitunter das Einzige, was passiert. Und dann, das klatsche ich mir dann in den Toaster und dann ist es dann auch wieder trocken. Ja, und ich sag mal so, ich mag kein gefrorenes Brot, ich mag kein Kühlschrankbrot, aber mein Brot hält eh nie lange, also was soll's. Boah, wo ich drüber nachdenke, wo ich noch meinen Brotkasten hatte. Ich hab Toastbrot gekauft und 2-3 Tage später hat das schon geschimmelt. Also, nee. Das habe ich eh nie verstanden. Bei mir war das nie so schnell schimmelig. Keine Ahnung. Das ist fürchterlich. Da frage ich mich halt doch. Seitdem ich im Kühlschrank hab, nie wieder Schimmel am Brot. Da frage ich mich halt auch, wie lange lag das schon im Laden, ne? Ich frage mich eher, ob der Grund nicht vielleicht eher der Brotkasten gewesen ist. Bei mir waren die auch im Brotkasten, da war es auch nicht geschimmelt, also keine Ahnung. Ja, wenn da sich vielleicht schon Schimmelsporen festgesetzt haben durch voriges Brot oder so, kann das ja auch gut und gerne mal übergehen. Gut möglich, aber wissen wir nicht. Deswegen sollst du ja auch schimmelndes Obst und Gemüse dann abwaschen, damit keine Restsporen dranbleiben bei dem, wo dann noch nicht so ganz geschimmelt ist. Oder wo noch nicht geschimmelt ist, so rum. Jo, das stimmt. Yay. Nimm die Angel wieder. Oh Mann, ein Lachs fehlt noch. Mann, mach mal hin jetzt hier. Oh nee, es ist schon wieder 17 Uhr. Es ist schon wieder... Ist keine Lachszeit mehr.
Doch, Lachszeit ist schon noch, aber ich weiß nicht, ob ich das noch schaffe, ob das morgen nicht schon fertig ist. Muss ich mal gucken. Alter, das ist schon wieder so ein blöder Tigerfisch. Ah, jetzt bleib hier. Blöder Fisch. Junge, ich habe eine Iridiumangel. Hör auf, so rumzuzicken. Ja, heute ist der letzte Tag und einer fehlt noch. Leck mich doch am Arsch. Nee, tue ich nicht. Nicht bei den Schokoladenpreisen. Tja, so, da sieht man, dass selbst 10 Fische sehr viel sein können. Ja. Und die Zeit, obwohl das es 4 Tage waren, zu knapp. Vor allem, wenn man vorher die ganze Zeit nur gießen muss und dann denkt und noch was anderes zu tun hat. Ich hab doch für dich jetzt gegossen. Ja, ich meine, aber die letzten Tage nicht. Ja, siehste. Wir haben goldenen Ziegenkäse. Ja, ist doch schön. Gold. Gold. Ich hab goldene Fische. Nein! Hör auf Kohle. Die... Oh Mann, hör auf die Angel auszuwerfen. Bestimmt gut Kohle. Die goldenen Fische. Ich hoff's, ne? Den goldenen Ziegenkäse habe ich jetzt nicht verkauft. Den nutzen wir dann für die Höhle. Okay. Im Winter. Brot. Das ist schön, dass du Brot hast. Aus der Mülltonne. Toll. Da ist keine Briefe. Königin der Soßen. Ich bin die Königin der Soßen. Blablabla. Oh, stimmt. Glasierte Süßkartoffeln. Klingt lecker. Ja, klar. Guck die Wettervorhersage. Als ob sich da gerade was da geändert hat. Wunderschöner sonniger Tag. So. Ah. Den Stress erstmal verdauen hier. Ja, erstmal ins Bett pupsen, damit es warm wird. Ja. Mit deinen geilen Blähungen, Alter. Genau. Mit deinen Regenbogenblähungen. Genau. Weil die ganze Zeit nur Einhörner frisst. Und weil ich die Decke fest angezogen habe, ist der Pups auch noch konserviert. Ja, der jetzt wie so eine Atomexplosion rauspufft, weißt du? Schon wieder wolkig. Oh Mann, es soll endlich mal regnen. Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen. Oh, Kürbisse. Brauchst du jetzt immer noch Gießhilfe? Komm am Laden vorbei, schau dir die neuen Angeln an. Danke, ich habe sie schon gekauft. Hallo? Hä? Brauchst du jetzt noch Gießhilfe? Nö. Jetzt habe ich die Gießkanne. Bis du endlich beantwortest, ja? Kürbis. Kern. Suppe. Oh, lecker. Die gibt's immer im Dingens, im Herbst. Einmal gibt's mit einem einzigen Kürbis und ein paar Karotten, Tomaten und Co. wird einmal eine Kürbissuppe gemacht und dann den Rest des Jahres nicht mehr, weil ich es nicht mehr sehen kann. Aber ich freue mich trotzdem jedes Jahr aufs Neue auf meine Kürbissuppe. Ich weiß jetzt, dass ich jetzt öfters mal einen Krautsalat machen werde, weil er gut war. Der ist echt, Krautsalat ist auch geil. Also der ist mir echt gut gelungen. Hätte ich nicht gedacht, dass ich das jemals hinkriegen werde. Krautsalat ist auch echt geil. Aber was da auch geil war, wo ich noch im Edeka, habe ich ja auch mal hinter der Fleischtheke gearbeitet. Da kriege ich heute noch Albträume von übrigens. Und das Geilste war, wenn dann im Winter das Sauerkraut wieder zugegen war und das dann frisch aus dem Eimer naschen. Oh, das war so lecker. Ich bin ganz ehrlich, ich mag kein Sauerkraut. Sauerkraut ist geil. Ich bin eher ein Rotkraut-Fan. Oh, ja, Rotkraut ist auch okay. Ich mag eher Rotkraut und Sauerkraut, brauche ich nicht. Ist geil. Frisch, ganz frisch aus dem Bottich, aus dem Angriff. Ich glaube, bin ich kein typisch Deutscher, weil wir sind ja die Sauerkrauts, ne? Krauts. Naja, typisch deutsch muss nicht unbedingt Sauerkraut sein. Wenn ich mir da in den USA dieser in Anführungsstrichen typisch deutschen Restaurants angucke, da wird mir schlecht, wenn ich sehe, was die da kochen. Ja. Wo da irgendwie 500 Kilo Käse und 500 Kilo Pommes und Hackfleisch drauf sind. Ich meine, ich liebe Käse. Ich liebe überbackenen Käse. Das wäre für mich der einzige Grund, warum ich da hingehen würde. Aber Dickfett so Pommes, viel. Ja, Dickfett-Pommes überbacken mit Käse wäre so geil. Ja, Pommes überbacken mit Käse im Ofen oder so ist auch mega. Ich liebe das. Genauso wie ich auch Cordon Bleu liebe, wo so schön dick Cordon, Käse und Schinken drin ist. Cordon Bleu ist mir wurscht, aber ich weiß, was ich meine. Ja.
Der Cordon Bleu, Max. Der Cordon Bleu. Der Cordon Bleu. Oder halt einfach Schnitzel überbacken mit Käse oder so. Ich liebe es. Mit dem Wort überbacken kann man nicht morgens aus dem Bett locken. Aber so übertrieben, wie die das teilweise echt in Amerika haben, das geht gar nicht. Also das trieft ja alles vor Fett. Das ist so widerlich, das hat mit deutschem Essen gar nichts mehr zu tun. Nee. Das ist ekelhaft. Da müsste ich wirklich mal nach Amerika in diese Restaurants gehen, müsste denen mal zeigen, wie man hier richtig deutsch kocht. Ich meine, jeder hat so seine eigenen Geschmäcker, aber so wie die sich da deutsches Essen vorstellen, das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Oh. Nicht alle, es gibt natürlich auch welche, die machen das richtig, so wie es sich gehört. Aber es gibt halt eben auch viele, die stellen sich so halt deutsch vor und das ist es halt einfach nicht. Jetzt ist doch diese blöde Kuh davor. Davor. Davor, weißt du, das Cordon Bleu. Die Bäume sind fett. Jetzt hat es einen Herzinfarkt gekriegt. Ja. Nein, der Granatapfelbaum ist noch nicht fertig. Aber der Apfelbaum ist fertig. Ich habe einen Apfel geerntet. Juhu. Ein Apfel. Jetzt meine so eine ganz doofe Frage. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Dings? Was? Für den Hasen? Ja, einfach füttern und machen lassen und auf einmal liegt da so ein Wollepopel auf dem Boden. Okay, da liegt ein Popel auf dem Boden dann, okay. Ja, so ein Wollepopel. Im Übrigen ist das seltene Gut, dass du von den Kaninchen kriegst, eine Glückspfote. Okay. Ja, das heißt ich mir im Let's Play auch. Das heißt also, er häutet sich und auf einmal fällt ihnen die Pfote einfach ab? So ungefähr. Ich habe das immer so gemacht, weil die Pfote kriegst du mit höherer Wahrscheinlichkeit, wenn du ein glückliches Tier hast, beziehungsweise wenn die Zuneigung zu dir, zu dem Viech halt stimmt. Mhm. Und ich habe das dann halt immer so gesagt, er hat endlich die Pfote gegeben, weil er so auf uns fixiert ist und wir einen Tag nicht nach ihm geguckt haben. Der war so depressiv, dass er sich die Pfote abgebissen hat. Okay. Oh Mann, ey. Das ist tatsächlich sehr strange in dieser Hinsicht, ja. Ja, ich merk's. Und ich freue mich mehr oder weniger auf den Winter, wenn dieses Scheißzeugs, dieses Scheißgras nicht mehr da ist. Und ich die Kackviecher alle sehen kann. Ja, dann müssen wir mal noch ein bisschen Gras mähen. Vielleicht ja, noch nee, es ist ja eigentlich gut, ja. Es ist ja eigentlich gut, weil ja, halt Futter, ne? Da futtern sie wenigstens drin nichts weg. Eine Pflaume! Ja! Zwei Stück! Wie viel fehlen noch? Guck mal in den Kasten rein. Moment. Ich glaube, sechs Stück sind da, oder? Ich glaube, vier oder sechs oder so waren das. Nee, sechs Stück haben wir, glaube ich. Fünf. Fünf fehlen noch? Ja. Zwei habe ich jetzt. Noch haben wir sechs Tage Zeit. Noch. Oh Mann, ich vergesse immer, mein Pferd mitzunehmen. Ah, genau, das könnten wir jetzt eigentlich auch bauen, ne? Noch den zweiten Pferdestall. Nee. Was heißt hier nee? Nee. Was heißt hier nee? Also nee ist eigentlich eine Verneinung. Das heißt also, nein, man möchte etwas nicht. Ja, warum nicht? Weil wir das jetzt aufheben für den Stall. Da darfst du nochmal Holz hacken gehen. Dann bin ich doch sowieso nebenbei dabei. Nebenbei dabei. Was für ein blödes Wort eigentlich, ne? Hallo nebenbei. Sebastian. Kann man den auch hacken? Was, Sebastian? Nee, den Kannst du mal versuchen, ihn zu melden? Auch das gibt bestimmt, wenn ich ihm viele Diamanten schenke. Und dann mit dem Melkeimer ran, ne? Ja. Dann ist er gewillt, uns was zu geben. Ganz bestimmt. Einfach mal ein Harvest Moon rausbringen, wo man eine Samenbank hat, weißt du? Oh Gott. Ah, schön. Eine Tiersamenbank, ja. Nur eine Tiersamenbank. Eine Samenbank. Einfach nur eine Samenbank. Es kann ja auch eigentlich so Feldfruchtsamen sein, ne? Von daher. Genau. Muss ja nicht unbedingt
das sein. Genau. Nehmen halt aber auch das an. Genau. Oder verkaufen es, je nachdem, was in welcher Hinsicht man da gerade Kunde ist. Genau. Ich sag nur genau. Einfach nur genau. Und ja, wir sind genau. Bei 35 Minuten. Moment, ich bin am Hacken. Moment. Oh, Pilze. Dann still sie. Die Pilze. Ja. Okay, ich still die Pilze. Ja. Ich habe zwar keine Ahnung, ob das was bringt, aber ich mache das. Oh, halt, schade, mir fehlt eine Eichel. Nein. Ja, wo ist sie denn hingekommen, deine Eichel? Die ist lost. Hast du sie mal wieder verloren unterwegs? Fleibchen. Was, Weibchen? Fläumchen. Ach, Fläumchen. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Moment, ich will erst hier raus, bevor mich die Schleim so noch kaputt schießen. So, jetzt aber. Tschüss. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss.